Die Anzahl der betriebenen Ölbohrlöcher in den Vereinigten Staaten von Amerika war zuletzt wieder deutlich angestiegen. So ist es auch kein Wunder, dass die Rohöllagerbestände in den USA wieder zulegten. Und das setzt jetzt die Ölpreise weiter unter Druck. So hatten wir heute zwischenzeitlich den Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent wieder unter der 50-Dollar-Marke. So niedrig lag er seit der eingeführten Fördergrenze und Förderbegrenzung der OPEC-Staaten nicht mehr. Also das ist ein höchst interessantes Vorgehen jetzt hier im Augenblick an den Ölmärkten. Wir werden das für Sie natürlich weiter im Blick behalten. Aber das ist wohl nicht der Hauptgrund dafür, dass die Aktienmärkte zuletzt nicht nur konsolidierten, sondern sogar in eine leichte Korrekturphase übergingen. Es gibt zunehmende Zweifel am Wirtschaftsboom, ausgelöst durch den US-Präsidenten Donald Trump. Er hat vieles angekündigt, aber bisher noch gar nichts umgesetzt. Wir warten dringend auf die Details der Steuerreform und des Programms für die Infrastruktur etc. All dies lässt die Börsianer doch zunehmend skeptisch werden. Die Aktienkurse zogen sich deswegen zuletzt zurück. Jetzt wollen wir aber mal auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten schauen, die uns dann am Donnerstag, dem 23. März 2017, in den Kalender geschrieben wurden. So kommen um 8 Uhr wichtige Daten aus Deutschland mit dem GfK-Konsumklimaindex für den Monat April. Um 10 Uhr gibt es den Wirtschaftsbericht der Europäischen Zentralbank. Um 13 Uhr unserer Zeit wird Janet Yellen, die Präsidentin der US-amerikanischen Notenbank Fed in Washington, eine Rede halten, die natürlich starke Beachtung finden sollte. Um 13.30 Uhr gibt es dann, wie an fast jedem Donnerstag, die Anzahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Um 15 Uhr Daten vom Immobilienmarkt in den USA mit den Neubauverkäufen im Monat Februar. Annualisiert rechnet man jetzt hier mit 566.000, also einem leichten Anstieg. Und dann haben wir noch um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen im Euroraum auf dem Programm stehen. Hier sind es die vorläufigen Angaben. Einige Unternehmen werden Quartalszahlen detaillierter bekannt geben. Zu den prominentesten Vertretern gehören dann CTS Eventim, die Commerzbank, Continental, Drillisch, Fresenius Medical Care, Krones, Leonie, MLP, Pfeiffer Vacuum, Rational, Rheinmetall, Stada, TAG Immobilien, United Internet und einige mehr.